Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu Guardians of Ember. Und eine ganze Menge ist in der letzten Zeit passiert. Das Spiel wurde released, der Itemshop hat sich komplett geändert, die Lokalisierung hat sich geändert und auch irgendwie zerplatzen jetzt die Gegner ganz anders. Das wollte ich auch mal ganz kurz erwähnt haben. Und ich wollte nur einmal ganz kurz die Anmoderation, so die ersten paar Sekunden und Minuten sind ja in einem Let's Play mit die wichtigsten, einfach mal kurz nutzen, um Danke zu sagen. Danke auf jeden Fall, dass ihr in der Early Access Phase bei mir reingeschaut habt, dass ihr mir, sage ich mal, den Start in YouTube so gut ermöglicht habt. Ist ja nun mal mein erstes Let's Play, was ich hier euch bringe. Und ich wollte einfach mal den Release, dieses Video dafür nutzen und auch einmal Dankeschön für die Views auf meinem Video, was ich jetzt hier hatte. Ich glaube, es war Nummer 57, das wird im Frühtau zu Berge. Es ist einfach Wahnsinn gewesen. Es waren innerhalb von wirklich kürzester Zeit so viele Views drauf, so viele Leute haben sich das angesehen und dafür auch nochmal Dankeschön. Ja. Also wer mein kleines Video hier geguckt hat zu was ist eigentlich Guardians of Ember, der kann jetzt mal ganz kurz die Konzentration ein bisschen schleifen lassen. Zur kleinen Veränderung, die es jetzt in diesem Spiel gibt. Man kann jetzt hier im Item Shop Haustiere kaufen, auch dauerhafte Haustiere, Kostüme, auch dauerhaft. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig. Ich habe doch dieses Kostüm hier gewonnen. Das wisst ihr ja, dieses Tiefseetaucher hieß es. Und das heißt nun Eisenkostüm und ist ganz normal, ja, zu kaufen. Klar, das würde jetzt hier über 10 € kosten, das Gesamt, also kann ich mich immer noch drüber freuen, aber es ist halt nichts richtig Besonderes mehr. Bloß mal das kurz erwähnt. Irgendwann würde ich auch gerne hier die Flügel haben wollen. Kann man hier auch Vorschau mal machen? Nee, die Flügel möchte ich nicht. Also ich möchte kein bunter Schmetterling sein. Hausinventar-Erweiterung. Und für die Imperiumsmünzen kann man auch Mount Loot Orbs bekommen und Pet Loot Orbs. Also mittlerweile einiges sich getan. Zum Release gab es auch einige weitere Änderungen. Ihr könnt die euch auf der Steam-Seite anschauen. Ihr könnt mein Let's Play verfolgen und wir stellen einige gemeinsam fest. Und ja. Das zuerst mal zu dem Spiel selbst. Jetzt muss ich zu meinem Let's Play noch einiges erzählen, weil ich verheimliche euch ja nichts. Meine Waffe hatte ich probiert abzugraden. Das wisst ihr noch vielleicht von der allerletzten Folge, die hier kam. Und mir ist die Waffe so downgegradet worden, dass ich aus Frust gesagt habe, ich fahre mir eine neue Waffe. Und ihr könnt es vielleicht jetzt hier schon sehen. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Schattenrevolver gefarmt bekommen. Nachher müssen wir auch gucken. Ich habe jede Menge von den anderen Charakteren, die ich hatte. Ich habe ein paar gelöscht. Habe ich noch ein paar Schleifsteine. Da können wir gucken, ob wir das noch geupgradet bekommen. Wenigstens auf 3 oder 4. Aber das war so das. Und dabei habe ich Level 31 erreicht. Weil das Gefarme war echt, also ich bin 3 oder 4 Mal in ein und denselben Dungeon reingelaufen. Einmal in schwer, dreimal in leicht. Einfach nur um. Es hat mich so. Ich sag mal jetzt gut auf gut Deutsch angekotzt, dass ich gesagt habe: Nee. Nee, tut mir leid, also da gehe ich nochmal farmen. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück, auch nach dem Release, der am 22. Ach, am 22. Den haben wir heute. Am 20. September stattgefunden hat. Und Hut ab, Insel Games. Die Spielerzahl hat sich bis. Ich habe vorhin mal raufgeschaut, verfünffacht. Ich hoffe, dass das auch gehalten werden kann. Hier, trinkt bitte. Wir sollen euch Gebräue geben, dann kriegt ihr die auch. Damit ihr auch ordentlich arbeiten könnt. Für Alberichs Gerechtigkeit. So. Und da haben wir wieder einen Teleport. Dann kann ich ja gleich in die Stadt gehen. Das passt ganz gut. Sogar Briefkästen. Wow. Oh, es ist schön, endlich mal meine Artverwandten hier zu treffen. Stimmt's, Herr Prinz? Oh, eine Belohnung. Jetzt mache ich aber keinen Fehler mehr. Jetzt nehmen wir die Hose hier. Ein Handschutz. Aber ich habe einen ganz guten eigentlich. Gucken wir mal.
Ah, war klar. Oh, gleich wieder hier mit Quests voll bombardiert. Genau, mehr ist jetzt eigentlich zwischendurch nicht gelaufen, außer ich habe noch einen neuen Charakter erstellt gehabt, den ich euch irgendwann mal vorstellen werde. Eine Dunkelritterin. Aber die bleibt jetzt noch für unter uns, auch ganz geheim. Von der reden wir noch nicht. Erstmal den hier auf Max-Level bekommen. Und Halleluja, hier gibt es echt eine Menge zu tun und ich bin echt froh, dass wir langsam die Zwerge treffen. Ein Volk, dem wir ja sehr, sehr nahe stehen, weil wir selber Zwerge sind. Leider immer noch keine weiblichen Zwerge in dem Spiel. Aber ich will mich nicht beschweren, man kann nicht alles haben. Bei Guild Wars 2 kam auch Reset On raus. Was ich jetzt Let's Play, Battle Chasers kommt jetzt bald, der Full Release im Oktober, also jetzt hier Ende September, Oktober. Guardians of Ember wurde released. Es kommt Wild Busters jetzt bald, die Alpha, die ich Let's Playen möchte. Mitte Oktober kommt Elex raus. Ich möchte nicht sagen, das klingt schon fast nach Arbeit, weil das sind richtig schöne Games. Aber es wird viel. Und ich freue mich so richtig drauf. Und ich habe übrigens. Ah! Hätte ich ja auch beinahe noch vergessen. Gab ja auch was Neues. Danke an, ich glaube, war es Stefan? Stefan? War der Name Stefan? Ich hoffe es. Ansonsten muss ich mich nochmal nächstes Mal korrigieren. Mir hat ein YouTuber, ein Zuschauer, diese Skorpion geschenkt. Kann ich aber kurz mal was zeigen. Denn diesen Kasowari? Ach, der, sobald mein Code aktiviert hat, ist der schon aktiv? Okay. Ein linker Flamingo oder hier. Sieht aus wie ein Chocobo. Den werde ich natürlich jetzt die Tage, die er zur Verfügung hat, auch tragen. Denn. Diesen Saatgeist, der sich drin versteckt, und eine Fähigkeiten Zurücksetzrolle. Aber ich glaube, Fähigkeiten kann man jetzt. Wartet. Wartet, ich muss mal kurz gucken. Okay, benötigt man noch. Ah, ich glaube, es gab mittlerweile was, das man freischalten konnte. Dass man immer zurücksetzen kann. Also in dem, wie gesagt, nochmal danke, Stefan. Wenn du Stefan heißt, ich habe mit na keinem Namensgedächtnis, ich hoffe, du warst das. Ansonsten bitte mich korrigieren. Ich weiß auch gar nicht, wo diese ganzen Codes herkamen, die er mir gegeben hatte. Ich habe nur auf eBay gesehen, irgendwie RPC oder Roleplay Convention oder so. Kann das sein? Nee, ich gebe keinen Angriff mehr auf. So. Und hier kann man mal sehen, was ich so in den Kisten drin habe. Und da haben wir unsere Schleifsteine. Die nehme ich doch mal raus. Hey, wollte schon sagen. Und wenn wir schon mal den Platz haben, dann nehmen wir mal den Reparaturhammer, die Fiole des Mieders. Ah, okay. Das andere lassen wir mal drin. Was haben wir hier noch? Noch ein paar kleine Reparaturhämmer. Ah ja, oh, Auftrag zu PvE, Erfahrungsbonus um 50%. Ich glaube, das schmeiße ich alles raus, wenn wir in den 50er-Level-Bereichen sind. Okay, haben wir schon weg damit. So. Dann machen wir noch die restlichen Sachen hier kaputt. Und dann gucken wir uns mal die Pistole an, ob wir die nicht noch ein wenig verbessert bekommen. Eine Neuerung wollte ich euch noch erzählen. Lasst mich kurz nachdenken. Oh, es liegt mir auf der Zunge. Denkt ihr, ich komme jetzt drauf? Komm schon. Ah, wenigstens auf drei. Das hätte mich jetzt wieder geärgert. Und leuchtet's? Ja, gut. Ja, lassen wir mal das Haus. Oh, was war denn das?
Außer dass natürlich jetzt viel, viel mehr neue Spieler hier sind. Also das gefällt mir richtig gut. Und es ist wirklich das Fünffache an dem, was vorher da war. Also ich hoffe, dass es auch noch weiter wächst. Ach genau. Und auf Steam gibt es jetzt diese Founder-Pakete nicht mehr. Hier Mortal und Immortal Edition. Also hier den Titel Unsterblicher, den ich jetzt mal auch reinmache. Und es gibt das Kostüm denn nicht mehr hier, dieses Engelskostüm, was ich für weibliche Charaktere habe. Und sozusagen auch das Mount, den Smilodon, den gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt andere exklusive Pakete, Deluxe-Pakete. Könnt ihr euch mal anschauen, da gibt es so ein Chocobo hier und ein kleines Phönixküken. Auch ein extra Kostüm und ein Titel. Nur halt komplett anderes. Also, selbst wenn ihr die Founder-Pakete nicht bekommen habt, selbst wenn ihr die Quickstarter, beziehungsweise Indiegogo ist ja kein Kickstarter gewesen, nicht genutzt habt, könnt ihr euch trotzdem noch einige Sachen so zu dem Spiel holen. Schade, dass du nur 90 Tage begrenzt bist. Du bist echt edel für einen so männlichen Zwerg. Ihr wisst ja, Pink ist so die männlichste Farbe, die es gibt. Hey, was haben wir denn da hinten an Boss? Na? Zornmasch. Okay. Du scheinst ja sogar eine Menge Schaden zu machen. Nicht wegrennen, komm her. Hast dich jetzt geheilt? Ah. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch die Lebensanzeige eingestellt, dass man jederzeit mein Leben sehen kann, wie viel ich habe. Kleine Änderungen, die das Leben echt etwas interessanter und spaßig. Hallo? Einfacher machen, wollte ich sagen. So. Ach, und schon ist es vorbei, ja? Wie das aussieht mit der Mini-Pistole, den fetten Wassertanks hinten drauf und dem kleinen Schild. So, Herr Prinz, ich hab's geschafft. Ja, hier ist der Golemkern. Na, neue Stiefel könnten wir schon gebrauchen. Golemkerne, noch mehr. Okay. Oh, ja, alles blinkt hier. Gehen wir erstmal hier hoch. Und das Schild passt perfekt da in die Mitte rein. Hey, neue Geister. Und malen wir sie in einer anderen Farbe an und schon sind es komplett andere Gegner. Spielelogik. Ja. Keine Sorge, ihr seid alle dran. Ich lasse keinen von euch am Leben. Oh, der Guru Elite-Hauptmann. Das ist irgendwie das Gegenteil von episch. Öffentliches Ereignis, fein geschliffene Fertigkeiten. Dann machen wir mal die Rekruten kaputt. Na, wie ihr merkt, die Umgebung wandelt sich so langsam wieder etwas, dass man etwas Abwechslung drin hat. Und die zerplatzen von den Gegnern. Vorsicht, ein Märtyrer. Ach ja, und mein kleiner Todesritter, über den wir noch nicht reden, ist denn auch im eisernen Modus, also. Ich werde ihn privat auf jeden Fall zocken. Da bin ich auch etwas konzentrierter noch als im Let's Play, weil hier muss ich ja noch ein bisschen mit euch erzählen und ich überlege, wie das in einem Livestream wäre. Und wenn ich denn den alleine so spiele, ich hoffe mal, dass ich mich denn echt zusammenreiße und dort, naja, nicht gleich wieder drauf gehe, so zwischen den Folgen.
wo ich einfach nur was für den Trailer aufnehmen wollte. Oder nee, ich wollte ja einen Soundcheck machen, deswegen bin ich ja hier gestorben. Töten wir noch Bucket Tooth Dago. Na, ich sorg für Unruhe. Freut mich, dich kennenzulernen. Und tschüss. Gut, Leute. Möchten wir die Folge ordentlich in die Länge ziehen und wir fangen ja demnächst wieder mit einem etwas größeren Quest an. Deswegen sage ich, ich danke euch fürs Zusehen. Danke nochmal für die gesamte Zeit, die wir jetzt schon miteinander verbracht haben. Nach knapp 60 Folgen. Vielleicht ist das sogar hier die 60. Das würde super passen. Das wäre für mich so eine Art kleines Jubiläum. Danke, dass ihr über den Release von Guardians of Ember hinaus seid. Ich hoffe, ihr seid bei Wildbusters denn auch auf jeden Fall mit dabei. Das ist immer noch ein Spiel meines Lieblingsentwicklerstudios, Lieblingspublishers, wie man es halt nennen möchte. Und denn bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.